glaube, das jetzige Album war mehr Arbeit als das letzte 3.0-Album, weil was das Album betrifft, beim letzten 3.0-Album, was die große Arbeit dahinter war, war erstmal den Sound festzulegen. Weißt du, wir waren zuerst mal in Malaga gedacht und so, okay, was machen wir denn jetzt überhaupt? Ja. Dann haben wir was gemacht, nee, das klingt wieder wie das, was wir vorher gemacht haben. Dann haben wir das versucht und dann war es nicht geil, das war zu aufgesetzt, das war zu, wir wollen jetzt was anderes machen, Hauptsache was anderes, und das finde ich auch behindert. Es muss ja eine Musik sein, die zu uns passt und die geil ist, weißt du. Und wie gesagt, das ist halt das Coole am neuen Album. Wir haben schon gewusst, in welche Richtung wir gehen, wussten, in welche Richtung wir uns weiterentwickeln und haben wirklich ein Album gemacht, worauf ich sehr stolz bin. Songs machen. Ja. Und dadurch, dass aber heutzutage quasi das ja fast nicht mehr möglich ist, weil du hast halt Bonus-Editionen da und die Fans fühlen sich halt auch verarscht, irgendwie, wenn ich sonst immer 20 Songs hatte und jetzt plötzlich ein Album rausmache mit 12 Songs, was genauso viel kostet, ist irgendwie, da dachte ich mir, okay, bevor ich jetzt irgendwelche Fans enttäusche, packe ich noch Bonus-Songs drauf, packe ich noch Feature-Tracks drauf. Wer weiß, beim letzten Album zum Beispiel war der Song mit Tarek, den wir wirklich schnell aufgenommen haben und so eher in so einer Flash, in so einer Session im Studio, war von vielen Leuten ein richtig gefeierter Song. Weißt du? Und für mich war das halt ein geiler Song, weißt du? So weil Tarek halt respektiere ich überkrass, der hat so krasse Bilder und so. Aber es war jetzt nicht der aufwendigste Song des Albums, weißt du? Und dieses Mal, wie gesagt, haben wir wirklich ein paar gute Sachen gemacht. Ich bin sehr, sehr gespannt auf jeden Fall. Der Klosterschwestern und der Waffenbrüder. Aus meiner Brust pumpt ein Subwoofer pausenlos Bass. Und da, wo mein Herz war, schlagen tausende Watt. Ich fliege nachts durch diverse Bars. Erzeuge Wellen in ihrem Jackie-Glas. Das ist Phantom. Die Snacker über der Name. Bei Phantom geht es halt dann um die, dadurch, dass meine Musik, sobald die aufgenommen ist und mein Werk vollendet ist, lebt es unendlich. Aber auf jeden Fall wird halt quasi meine Musik sozusagen dann zu einem Phantom. Aber die restlichen Songs, wirklich Schwarze Sonne, letzter Song, die Evol-Trilogie, was eine ganz krasse Geschichte ist, da haben wir drei Songs genommen. Das ist die längste Liebesstory, die ich quasi je gemacht habe. Das sind drei Songs. Wenn man die alleine hört, klingen die wunderbar alleine. Das sind halt Songs, die für sich stehen. Wenn man aber alle drei durchhört, kommt man am Ende von der dritten Story drauf, dass eigentlich alles anders ist. Also sozusagen, dann geht eine ganz andere Geschichte auf. Ja. Im letzten 3.0-Album habe ich extrem darauf geachtet, dass ich so wenig wie möglich rappe. Ja, und das war ein bisschen mein Kritikpunkt bei dem letzten Album für mich selbst, dass ich teilweise bei Songs, ja, zum Beispiel bei Fallen, hätte super einen Rap-Vierzeiler reingepasst. Ja, ich ärgere mich manchmal, wenn ich den Song höre, dass ich mir denke, scheiße, ich hätte da noch was bisschen reinrappen können, dadurch hätte der Song noch mehr Stärke und mehr Deepness bekommen. Ja. Und diesmal bei dem Album haben wir uns halt quasi alle Barrieren offen gelassen. Ich habe Beats gehört, dachte mir, okay, egal, hier steige ich an mit einem Rap. Ja. Und erst nach vier Zeilen fange ich an zu singen. Oder ich singe den ganzen Song durch, egal. Oder ich rap eine ganze Strophe.
und danach ist alles gesungen. Also wir haben uns da das ein bisschen anders gemischt sozusagen. Das letzte Album war sehr schön, sehr rund, sehr warm, ein bisschen leiser als andere Alben, aber halt Absicht. Und diesmal wollen wir es halt wirklich laut und boom, boom und halt so richtig so, es muss klingen wie eine Dampfwalze. Ja? Obwohl halt quasi auch viele ruhige Songs dabei sind, die müssen trotzdem laut und trotzdem mächtig klingen. Ja, wie gesagt, also es war sehr viel, der Grunge-Einfluss ist auf jeden Fall da. Wir haben bei Songs wie Treibsand zum Beispiel, haben wir am Anfang einfach so eine Gitarre verwendet, die man, glaube ich, nach 1992, 1994 nicht mehr gehört hat, solche Harmonien. Das sind die typischen Akkorde, die man damals immer verwendet hat. Und ich fand es halt unfassbar geil, diese Akkorde zu nehmen, die zu mischen mit Southside-Bässen, also mit diesen Trap-Zeugs und dann noch trotzdem mit diesen Reggae-Elementen, die drin sind und so. Und das war echt Hammer. Unter der Brücke nach Klee, doch find nur ein Moosblatt. Kobolde verschwanden, denn die Feen sind boshaft. Mein Requiem spielt eher Dr. Dre anstatt Mozart. Doch life is short, Zukunft ist der nächste Monat. Wieder von zu Hause weg, hab wieder verkackt. Und ich werde in der Blüte meines Lebens zum Kaktus. Mal Bilder auf dem Boden, was bedeutet der Quatsch bloß? Doch gegen meine Fantasie bleibe ich machtlos. Hab die Füße im Treibsand, es zieht mich tiefer und tiefer hinab. Ich glaube, ich verliere grad schlicht den Verstand. Ich spüre weder Liebe noch finsteren Hass. Hab die Füße im Treibsand, werd müde, doch bleib wach, bis sich mein Kopf in tausend Moleküle zerteilt hat. Ich glaub, ich werd verrückt, doch gerade fühlt es sich nice an. Ich stürz ab. Hab die Füße im Treibsand.